Dann wir die Münze. Hä? Oh, kann ich vielleicht mit dem... Ah. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Nein, tu das nicht. Nein, nein. Spiel bitte nicht mit dem Automaten. Nein. Das ist ein ganz großer Fehler. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Glaub mir, du willst nicht mit diesem Automaten spielen. Lass es doch einfach gut sein, okay? Was? Ich hab doch gar nicht auf die zwei. Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Auf die zwei habe ich gerade nicht gedrückt. Ich habe versucht, die Münze abzulegen. Ach du Kacke. Ah, Fußabdruck. Oh, okay, wir müssen. Okay, wir müssen. Irgendwie müssen wir doch mit dem Automaten spielen, ne? Ach, das benutzt er jetzt als Hebel oder wie jetzt? Ah, wie lustig, ein Spielautomat. Yay, werfen Sie ein Jeton ein und ziehen Sie am Hebel. Finden Sie die logische Folge von Karten, die auf der Brust des Spielautomaten dargestellt wird. Oh Gott. Wählen Sie mit Ihrer Maus eine Karte aus und legen Sie sie in die Hand des Spielautomaten. Wenn die Kombination richtig ist, können Sie ein weiteres Paar wählen. Wenn sie falsch ist, geht der Spielautomat aus und der Jeton muss erneut eingeworfen werden. Ja. Na, alter Freund. Wir kennen uns ja leider. Ach, du blödes Ding, dass ich dich nochmal erleben muss. So. Ass, zwei, drei. Vier. Na, das war scheiße. Das war nicht ausreichend. Oh, diese Maus, ne? Diese blöde Maus. Funktionier doch bitte einfach, Maus. Ganz normal, ja? Ohne diese Haker. Ich weiß nicht, ob man die im Dings auch sieht, aber ich habe hier ständig irgendwelche Hänger, wenn ich mit der Maus spiele. Maussensibilität ist irgendwie echt für den Hintern. Was? Pik 2, Herz 3, 5 Karo. Zwei plus drei ist fünf. Drei plus fünf ist acht. Acht Kreuz. Das war. Ich bin erstaunt über mich selbst. Ass, drei Kreuz, drei Karo. Ass Pik? Das wäre zu einfach, oder? Das wäre doch zu einfach, oder? Nein, es ist tatsächlich nicht. Okay, es war nicht zu einfach. Ich bin überrumpelt. Das lief deutlich. Ich glaube, sie haben den Schwierigkeitsgrad dieser Rätsel auch ein bisschen runtergedreht, weil man wahrscheinlich schon ein bisschen auch frustriert war von den alten Kombinationen und Reihenfolgen, die es damals gab. Wir erinnern uns in zahlreichen Let's Plays, die alle ja auf meinem Kanal einsehbar sind, wie ich geflucht habe wie ein Rohrspatz bei diesen Rätseln. So, wir haben eine Polizeinotiz hier noch irgendwo. Londoner Polizei, Kopie. Montag, den 6. August um 16:12 Uhr wurde der oben erwähnte Gary Oak in betrunkenem Zustand gefunden, als er um die Linden Villa streunte. Er wurde in eine Ausnüchterungszelle gesteckt. Sergeant Pinch entließ ihn um 22 Uhr. Puh, wir haben tatsächlich. Gott, wir sind.
Wir sind weiter. Wir haben es wirklich geschafft. Oh Gott. Oh, bitte lass es endlich das Ende sein, bitte. Ich verzweifle hier sonst. Oh Gott. Okay, Deduction Board. So. Wir haben jetzt an jedem Ort alles gefunden. Und wir haben hier bei jedem alles gefunden. Wir müssen noch 4 Verbindungen müssen wir noch aufbauen. Wuhu. Der Typ hat zu fast gar nichts eine Verbindung, ne? Okay. Opernzeitung. Haben wir hier nicht irgendwo was mit einer Opern... Nee, irgendwas mit Opern gehabt? Nee, hatten wir nicht, scheinbar. Aber hier haben wir einmal Fußabdrücke. Geht das in Verbindung? Jawohl. Asche einer teuren Zigarre. Jawohl. Die Brechstange bringt mir nichts. Oder? Würde mal sagen, nein. Gut, haben wir hier noch irgendwelche Verbindungen? Ich würde mal sagen, nein. Oh, hier habe ich... Ach, das ist ein Saturnband. Oh, Verzeihung, ein Saturnband. Oh. So, Nagel des Lords und die Schere. Nö. Wäre auch, glaube ich, eine komische Verbindung, ne? Asche von grünem Stoff. Schlechter grüner Stoff. Schlechter alltäglicher Stoff. Nein. Asche einer Zigarre. Blutige Geldscheine. Hier ist die Oper. Hier ist die Ausnüchterungsinformation. Ah, vielleicht geht es darum, wer... Wer zum Tatzeitpunkt die Möglichkeit hatte. Darum geht es jetzt. Okay. Wir haben eine Person, die Tatort und Tatzeit in Verbindung hat. Statuennotiz. Okay, hier fehlt uns... Nachricht des Lords. Nee, das macht keinen Sinn. Hier fehlt uns Verbindung zum Opfer. Hier fehlt uns die Verbindung und die Verbindung zum Lord. Hier fehlt uns die Verbindung zum Lord. Hier Tatwaffe und Verbindung zum Opfer. Hier alles. Hier auch wieder zu viel. Gut gemacht. Dank Ihres Talents und Ihrer analytischen Fähigkeiten haben Sie das Geheimnis des persischen Teppichs gelöst. Glückwunsch zur schnellen Auflösung, aber mir fehlt doch hier noch eine Verbindung. Das ist es, Watson. Der Mörder des jungen Vincent Gordon ist Lord Linden. Aber wie konnte so eine brillante Person ein solches Verbrechen verüben? Und wie konnte es sein, dass mir die letzte Verbindung jetzt noch fehlt? Ich wollte die letzte Verbindung noch haben. Ach, Schweinerei. Es genügt, die Details aufmerksam zu betrachten, mein lieber Watson. Jetzt dauert das ewig und 3 Tage zum Zwitschen der... Etwas an diesem Fall hat mich sofort hellhörig gemacht. Der persische Teppich. Warum war Vincent in einen Gegenstand von so großem Wert eingewickelt? Schneller, sonst schlafe ich ein. War es das Einzige, was der Mörder finden könnte? Wow, ich habe wirklich 4 Stunden für das Spiel gebraucht. Ui.
Das ist irgendwie... Nein, der Mörder wehte ihn, um die Polizei auf die Spur von Brian Willis zu locken. Ein gesuchter Dieb und die ideale Person für eine solche Tat. Ich habe den Trick sofort durchschaut und lenkte meine Aufmerksamkeit sofort auf die Lindens. Diese beiden Welten lagen zu weit auseinander. Etwas musste sie verbinden. Wow, so arbeiten die Tiere. Also das, was am möglichst weit auseinander liegt, das muss es sein. Die Herkunft? Ja, Watson, ich bin genauso irritiert wie du, aber Holmes weiß ja, was er tut und am Ende hatte er ja recht. Und das ist, also als Spiel war es eine nette Nettigkeit zwischendurch und es war mal was anderes als die anderen Sherlock Holmes Spiele. Nein, sie stützen sich auf ihre Verbrechen, Watson, und wurden dadurch eng verbunden. Der Fehler des Vaters, Vincents Erpressung, Lady Lindens Lüge. Wenn dies alles bekannt gewesen wäre, hätten die Dinge toll. Jetzt läuft's zu schnell ab. Jetzt war es zu schnell. Und jetzt wisst ihr was, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Jetzt bin ich pampig. Jetzt habe ich keine Lust mehr, hier noch weiter vorzulesen, sondern werde jetzt einfach mein Fazit abgeben. Und wer lesen will, bitteschön soll lesen. Aber ich gebe mein Fazit ab, um jetzt Zeit zu sparen und schneller dann einen Schlussstrich unter dieses Let's Play zu ziehen. Ich persönlich muss sagen, ich habe keine Probleme damit, dass es halt ein Hidden Object Spiel ist oder ein Wimmelbild Spiel oder wie man es jetzt nennen möchte. Dafür würde ich das Spiel nicht abstrafen. Abstrafen würde ich es eher dafür, dass die Entwickler es sich sehr leicht machen. Sie haben lauter Szenen aus alten Spielen wiederverwertet, um es zu diesem neuen Spiel zusammenzupuzzeln. Und ich finde ganz ehrlich, dafür ist dann auch der Preis von dem Spiel wahrscheinlich, wie gesagt, ich könnte ja gerade mal fix gucken. Denkt dran, im Bundle habe ich 30 € bezahlt. Ich guck mal jetzt ganz, ganz schnell, wie viel kostet das Spiel denn auf Steam Solo? Google suchen, bitte. Danke. So. Ja, kannst du mir mal, müssen wir doch ein bisschen enger fassen. So. Er erklärt immer noch da, was, ne, was die Sachlage ist. In der Zeit suche ich hier noch immer. Da. Bei Steam kostet das Spiel alleine... Na, wo haben wir den Preis? 10 Euro! 10 Euro! Aktuell natürlich 75% reduziert, dank Steam Winter Sale. Wobei, wenn die Folge rauskommt, ist der Steam Winter Sale lange, lange vorbei. Und im Bundle 30 Euro. 10 Euro für dieses Spiel! Ey Leute, das ist eine Frechheit. Also das empfinde ich wirklich als Frechheit. Für heutige Verhältnisse, heutzutage noch, für dieses Spiel 10 Euro zu verlangen, da würde ich das auch abstrafen. Da würde ich es auch abschreiben. Ganz ehrlich, ihr habt es euch einfach gemacht, indem ihr einfach alte Orte verwendet habt für dieses Spiel. Natürlich braucht dieses Spiel immer noch eine gewisse Entwicklungszeit und Entwicklungsteam, was halt dran arbeitet und was halt dann diese Wimmelbilder einarbeitet und diese Story aufbaut. Aber ganz ehrlich, ihr verwendet lauter alte Orte, ihr verwendet zum Großteil alte Rätsel, die nur ein bisschen variiert sind, und dafür dann aber sich hinzusetzen und sagen so, ey, aber das kostet genauso viel wie alle anderen Sherlock Holmes Spiele. Und man muss ja auch überlegen, als es neu erschienen ist, 2008, was 2008? Was 2008? Ich habe die Notizzettel nicht mehr hier zur Hand. Ich glaube 2008 hatte ich gesagt. Da könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass es damals 30, 40 Euro gekostet haben könnte. Dass die wirklich 30, 40 Euro für dieses Spiel verlangt haben. Und das finde ich ist dann wirklich eine Schweinerei. Also das ist unverschämt. Grafisch ist es jetzt nichts Besonderes. Es ist dieselbe Grafik wie die alten Spiele. Es ist derselbe Sound verwendet worden. Man hat diesmal nicht mal Sprachausgaben. Es ist wirklich sehr, sehr minimalistisch. Es ist sehr wenig Arbeit reingesteckt worden. Wirklich so eigentlich nur die nötigste Arbeit. Und da muss ich dann sagen, unter den Blicken kann ich verstehen, wenn dieses Spiel schlechte Bewertung gekriegt hat. Weil da muss ich Frogware auch wirklich diese Kritik gefallen lassen, dass die es sich einfach gemacht haben. Als Spiel an sich, wie gesagt,
Holmes erklärt jetzt die ganze Story und wahrscheinlich erklärt er sie so, dass ich dann sitzen würde und sagen würde, ah, jetzt habe ich sie verstanden. Das macht total Sinn, das ist alles logisch. Schön und gut, aber von dieser Story habe ich irgendwann nicht mehr mitbekommen, weil ich nicht durchgeblickt habe. Ich habe diese ganzen Hinweise eingesammelt und das waren lauter irgendwie Hinweise und ich habe nichts verstanden. Ich hatte da nicht die Verbindung gesehen und ich fühlte mich total orientierungslos und hilflos, weil ich hatte ja auch keine Notizen wie in dem normalen Spiel, wo ich reingucken kann, wenn ich irgendwie was nicht mehr wusste, dass ich reinblicken kann und sagen kann, ach Moment, hier, guck mal, ne, hier habe ich es gerade nachgelesen, so war die Tatsache, das habe ich gefunden und das hat das bedeutet wiederum, das ist, also, ne, ne. Als Hidden Object Spiel macht es Spaß und es ist eine Kleinigkeit, nett für zwischendurch, also wenn man es hier, ne, Steam Winter Sale, Steam Summer Sale, irgendein Sale für 2,49 € mitnehmen kann oder noch besser, wenn man es in der Collection während eines Sales abgreifen kann, dann kann man dieses Spiel auch spielen. Ansonsten, nur dieses Spiel allein, Leute, lasst die Finger weg davon. Die 4 Stunden könnt ihr sinnvoller investieren und auch ich hätte sie sinnvoller investieren können. Aber ich muss sagen, es hat mich nicht so aufgeregt natürlich als Spiel wie die anderen Point-and-Click-Adventure, wo ich ja richtig hohe Frustwellen hatte. Hier ist das wirklich eine leichte Geschichte, wo man nicht viel Frust schiebt, was man wirklich so zwischendurch irgendwie reinpfeifen kann, sich als kleine Nettigkeit. Und da von der Seite hat es super funktioniert. Wie gesagt, wie die Story jetzt ist, kann ich sogar gar nicht bewerten, weil ich habe die halt nie verstanden. Der Text ist zu schnell zum Vorlesen dann weggelaufen. Hier ist die kurzen Passagen sind zu kurz, zu lang gezeigt und die langen Passagen wiederum zu kurz. Zumindest wenn man vorlesen möchte. Hätte ich jetzt für mich gelesen, hätte ich natürlich schneller gelesen, hätte ich wahrscheinlich keine Probleme gehabt. Dadurch, dass ich es euch vorlesen wollte, war es halt doof. So dass ich jetzt von der Story nichts mitbekommen habe. Das werde ich hinterher wahrscheinlich alles mitbekommen, wenn überhaupt. Ich muss mal gucken, wie viel Schnittarbeit ich hier reinstecke. Und ob ich dadurch dann natürlich die Story irgendwie nochmal komplett mitbekomme. Naja, mal schauen, weiß ich jetzt noch nicht. Will ich jetzt auch noch nicht irgendwie mutmaßen. Abgesehen davon, ja, was soll ich noch groß zu diesem Spiel sagen? Es ist einer von den 8 Sherlock Holmes Titeln und es ist, also, ich würde mal sagen, wenn ich es als Point-and-Click-Adventure erwartet hätte, wäre es wahrscheinlich sogar noch tiefer als Mystery of the Mummy. Dadurch, dass ich im Vorfeld wusste, dass es kein Point-and-Click ist, dafür, dass ich dann am Anfang echt viel mich drüber lustig habe gemacht und ein bisschen, ne, so, sagen wir, amüsiert habe. Und dafür, dass ich ja auch ansonsten meinen Spaß hatte, also relativ fix ja durchgekommen bin durch das Spiel, kann ich den. Ah, jetzt kann ich die Puzzle solo nochmal spielen, wenn ich lustig bin. Okay, verstehe. Also wie gesagt, dafür, für das ist, was es war, wenn man halt weiß, dass es dann kein Point-and-Click-Spiel ist, würde ich es zumindest noch höher als Mystery of the Mummy, weil Mystery of the Mummy war wirklich eine Katastrophe. Und an diesem Spiel kann man wirklich Spaß haben. Aber es ist halt jetzt echt nichts, was die anderen Spiele toppt. Nicht mal die etwas schlechteren, also nicht mal das Cthulhu-Spiel und das Azul-le-Peuple-Spiel kann das toppen, geschweige denn von der Silberne Ohrring, was für mich immer noch der beste Teil war bis jetzt. Der Silberne Ohrring hatte echt alles perfekt gemacht. Ich hoffe jetzt natürlich, dass die nächsten letzten 3 Spiele noch ein bisschen was im Petto haben. Ganz besonders muss ich hier sagen, freue ich mich wirklich, wirklich noch auf das Testament des Sherlock Holmes, wo ich den Trailer abgöttisch liebe, den man auf Steam sehen kann. Und Crimes and Punishment, das neueste Spiel bis jetzt, was auch sehr gut aussah. Also nicht nur einfach grafisch, sondern einfach sehr spannend inszeniert der Trailer war, wo ich mich echt freue und gespannt bin, was mich da erwartet. Ein kleiner Jena zum Abschluss. Ich weiß auch nicht jetzt, der nächste Teil wird ja jetzt versus Jack the Ripper sein. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich weiß nicht, ob ich es lieben werde, weil ich befürchte, sie werden eine Lösung irgendwie für Jack the Ripper finden und man weiß aber nicht, wer Jack the Ripper war und das. Ah, das kann nach hinten losgehen, das kann nach hinten losgehen, aber da muss man mal schauen, wie die Story wird.
So, genug gequasselt. Wir sind 4 Stunden lang mit diesem Spiel unterwegs gewesen. Viel zu viel Zeit. Viel zu viel Zeit. Ich hoffe aber, es hat euch Spaß gemacht. Ihr hattet Spaß mit dem Let's Play, habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, man merkt es mir an, oder? Ich bin müde. Ich bin müde nicht allein davon, dass es einfach eine späte Uhrzeit ist, sondern ich bin müde von der Spielreihe. Und wenn die letzten 3 Teile nicht noch irgendwas richtig toppen können, dann befürchte ich, dass ich immer mehr in dieser Verarschetour unterwegs bin, dass ich immer mehr mich über die Spiele lustig mache. Es ist zwar schade, aber ich denke mal auch ein bisschen verständlich. So, genug gequasselt. Cheerio, the king has left the building.